Ephesians 5. Epheserbrief Kapitel 5 bitte aufschlagen. The verse number 14. Wir lesen Vers 14. Paul says, wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Amen. Amen. Halleluja. Amen. It says, awake. Wache auf. He that sleepeth. Derjenige, der schläft. Arise from the dead. Na, stehe aus den Toten auf. And Christ shall give you light. Und Christus wird dich aufleuchten. Amen. Amen. Christ gives you light. Christus leuchtet dich auf. In him was life, and the life was the light of men. Amen. Johannes 1,4. In ihm war das Leben, und sein Leben war das Licht der Menschen. Glory be to God. Ehre sei Gott. In Jesus Christ. In Jesus Christus. Is life. Gibt es Leben. There is nothing dead in him. Es gibt nichts Totes in ihm. In him man is not condemned. In ihm ist der Mensch nicht verurteilt. In him. In ihm man lives again. Lebt der Mensch wieder. Halleluja. Amen. So in him is life. In ihm gibt es Leben. And this life is the light of men. Und dieses Leben ist das Licht der Menschen. So every man who is in him. Jeder Mensch, der in ihm ist, anyone who calls himself a believer, jeder, der sich Glaubenden nennt, because he has associated himself with Christ, weil er sich mit Christus verbunden hat, he has life in himself, trägt in sich Leben. And this life, und dieses Leben, is a light, ist Licht. Amen. Amen. The psalmist says, der Psalmist sagte, in Psalm 36, the verse number 9, in Psalm 36, Vers 9, he says, in his light we shall see light. Nämlich in seinem Licht erleben wir Licht. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So there is no light anywhere else. Also wo sonst gibt es kein Licht? There is no life anywhere else but in the word of God. Woanders, which is Christ. Woanders gibt es kein Leben, es sei denn im Wort Gottes, und das Wort Gottes ist Christus. Amen. Amen. So the word of God, das Wort Gottes, is right word, ist wirklich das gerechte Wort. Amen. Amen. Now I'm trying to say something here. Ich versuche etwas because zu deuten. We have to be very cautious how we read the word. Denn es ist sehr wichtig, dass wir wirklich Acht darauf geben, wie wir die Schriften lesen. Amen. Amen. The word of God, das Wort Gottes, is Christ. Ist Christus. The word of God, das Wort Gottes, is Jesus. Ist Jesus. The word of God, das Wort Gottes, is life. Ist Leben. The word of God, das Wort Gottes, is the light of men. Ist das Licht der Menschen. But in this book, doch in dieser Buch, in diesem Buch, is talking about two glory. Also davon ist die, also von zwei Herrlichkeiten sind die Rede. Amen. Amen. The glory of Moses, nämlich die Herrlichkeit Mose, and the glory that comes through Christ, und die Herrlichkeit, die durch Christus kommt. And so when you read this book, und wenn du dieses Buch liest, and you see where God condemns man, und du siehst, wo Gott den Menschen verurteilt, verdammt, if you are in Christ, wenn du in Christus bist, it's not a reference to you. Das ist kein Bezug auf deine Person. Amen. Amen. That's why Paul tells us. Deswegen sagt uns Paulus in 2. Timothy, in 2. Timotheus 2, Vers 15. It says we have to study. Nämlich wir müssen eifrig dabei sein, to be approved unto God. Nämlich bewiesen zu sein vor Gott. Rightly dividing the word of truth. Nämlich ein Arbeiter, der wirklich sich nicht zu schämen braucht, sondern auf rechter Weise das Wort Gottes aufteilt. Amen. Amen. Rightly dividing the word of truth. Ja, also dass man auf rechter Weise Gottes Wort aufteilt. The weakness of the church, nämlich die Schwäche der Gemeinde, is based on the fact that the ministers cannot distinguish between two ministries. Ja, liegt darin, dass die Diener Gottes nicht unterscheiden können zwischen den zwei Diensten. They give God's people mixture. Ja, also sie geben das dem Volk Gottes wirklich eine Vermischung aus den beiden Diensten. Amen. Amen.
In the word of God, ja, in den Schriften, is talking about two covenants. Gibt es zwei Bündnisse. The old covenant, ja, den alten Bund. The new covenant und den neuen Bund. Is talking about two men. Dann gibt es zwei Menschen. The old man Adam, ja, den alten Menschen Adam, and the new man Christ. Und den neuen Menschen Christus. Is talking about two creations. Es gibt zwei Schöpfungen. The old creation, ja, die alte Schöpfung, and the new creation, und die neue Schöpfung. There must be a distinction. Es muss einen Unterschied geben between the two glories. Zwischen den zwei Herrlichkeiten. Now, if we want to mature in the statue of Christ, wenn wir wirklich zur volle Christi-Reife kommen in möchten, which we know what God has given to us, indem wir erkennen, was Gott uns schon gegeben hat, and we acknowledge what we know, und wir erkennen an, was wir erkannt haben. In order for us to experience them, doch damit wir das Erkannte auch erleben, we must rightly divide the word of truth. Ist es wichtig, dass wir das Wort der Wahrheit aufrecht aufteilen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Very important. Das ist sehr, sehr wichtig. Halleluja. Amen. Very important. Sehr wichtig. Rightly divide the word of truth. Na, auf gerechter Weise das Wort Gottes aufteilen. Jesus says, you don't take new wine and puts it in old wineskin. Sogar Jesus meinte, dass man nämlich alten Wein nicht in neuen Weinschlauch hineintut. Amen. Amen. So that does not mean that the ministry of death and condemnation, it doesn't mean that the Old Testament has no relevance to us. No, they are an example for us to learn, but they are not example to us. You can understand that English. They are example for us, but they are not example to us. Und deshalb ist es wichtig, so jetzt wo wir erkennen oder wo wir jetzt hören, es gibt zwei Dienste, es gibt ja den alten Bund, den neuen Bund, heißt es nun, ich schnapp mir meine Bibel, alles was von 1. Buch Mose bis Maleachi reiße ich raus. Nein, das ist nicht so damit gemeint. Im Gegenteil, sogar Paulus sagt es in 1. Korintherbrief 10, dass die Dinge, die im alten Bund geschrieben sind, sie sind geschrieben, damit wir daraus lernen. Doch die sind nicht dafür geschrieben, dass wir das nachahmen. Da sind der Unterschied dabei. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So we learn from all those people God uses. Also von all den Menschen, die Gott benutzt hat, die Gott gebraucht hat, lernen wir von ihnen. But our example today, doch unser Beispiel heute, is Christ. Ist Christus. Amen. Amen. What we look onto, ja, unser Vorbild heute, is not to be like David. Ist nicht so zu sein wie David. Is not to be like Abraham. Ja, nicht so viel zu sein wie Abraham. Amen. Amen. Our desire is not to have the anointing of Elijah. Also unser Verlangen, besonders für unsere charismatischen Geschwister, die unterwegs sind. Also unser Verlangen ist nicht, eine doppelte Salbung Elias zu bekommen. These things are very spectacular. Denn diese Dinge sind sehr spektakulär. Even the disciples of Jesus. Sogar die Jünger Jesu. They fall in love with those things. Ah, die lieben solche Dinge. Amen. Amen. When they came to a certain times where the Samaritan rejected Jesus to pass through their land, and they were so offended, and they came back to Jesus. You know, Jesus was very organized. He sent them and said, look, go to Jerusalem and pass through Samaria. And so when he wanted to go through there, they said, no, you're not passing here because we don't accept the Jews. Mm-hmm. And so they came back to Jesus and said, look, this, you know, uncircumcised people, they say we shouldn't pass. So please give us permission to call fire just like Elijah did. And Jesus said, you don't know the spirit with which you are made up of. Amen. 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 He did not rebuke Elijah. Mm-hmm. He didn't say that it was wrong, but he says it was under another dispensation. God was showing something to man, which today it has changed by the coming of his son. Amen. So today the spirit that animates us is not the spirit that animates Elijah. Amen. So every man wants to have the mantle of Elijah. Get Amen. The mantle of Jesus. Amen. Von hinten angefangen, also besorgt euch den Jesu-Mantel, nicht den Elia-Mantel. In Lukas Evangelium Kapitel 9, Abvers 52, da war Jesus sehr organisiert. Ja, also Jesus war wirklich, er hat seine Freizeiten geplant und alles, und die Jünger sollten durch Samaria durchgehen. Aber die Samariter sagen, nee, also ihr Juden, ihr kommt ja nicht durch. Tut mir leid, nicht durch unsere Stadt.
Und was ist? Besonders Jakobus und Johannes sprachen Jesus an und sagen, also komm, ja, also wollen wir das mal wirklich mal nachahmen, so wie zu Zeiten Elias. Wir lassen einfach Feuer regnen. Ja, das kann doch nicht sein, dass Jesus in seiner Berühmtheit hier durchwollen und sie sagen nein. Der Punkt aber ist, Jesus hat seinen Jüngern getadelt und gesagt, ihr wisst ja nicht, aus welchem Geist ihr seid. Denn warum? Jesus hat nicht bemängelt, was Elias zu seiner Zeit getan hat. Jesus hat nicht einfach mal die Geschehnisse im alten Bund einfach mal beiseite gelassen. Im Gegenteil. Doch es ist wichtig zu sehen, dass das, was Gott zu Zeiten Elias getan hat, wurde durch den Sohn Gottes erfüllt. Das bedeutet, dass Jesus Christus brachte einen anderen Dienst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nach den Mänteln und nach den Taten Elias trachten. Im Gegenteil. Wir sollen nach den Taten Christi trachten. Denn warum? Wir sind aus dem Geist Christi geboren. Halleluja. Amen. 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 God of vengeance. Ja, also Gott der Rache. Back to the sender. Ja, zurück zum Sender sozusagen. Amen. Can I help you a little bit as we close? Also so kann ich euch helfen, so wie wir schließen? And to see God, the vengeance of God. Ja, damit ihr Gottes Rache seht. Are you ready? Seid ihr bereit? Some of you are not ready for it. Also manche von euch sind gar nicht bereit, Gottes Rache zu sehen. The vengeance of God. Ja, die Rache Gottes. Romans 12. Also Römerbrief Kapitel 12. Oh, my God. Look at the verse 19. Schau dir mal Vers 19 an. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, say the Lord. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gibt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Amen. God says, vengeance is mine, I will repay. Gott sagt, also die Rache ist meins und ich vergelte. Amen. Amen. See how God repays. Aber schaut euch mal an, wie Gott jemand vergilt. The verse number 20. Vers 20. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Guck mal Gottes Rache an. Aha. Ah, ist nicht mehr lustig, ne? Oh, oh, oh. If he thirst, give him drink. Wenn ihn dürstet, also so gib ihm zu trinken. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seine Haupt sammeln. The verse 21. Vers 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Schaut euch mal Gottes Rache an. Amen. Amen. This is how God has revenge. Also genauso hat Gott sich gerecht. Halleluja. Amen. This is how God has revenged humanity. Also genauso hat Gott der Menschheit vergolten. This is how God wants us to avenge. Aber genauso möchte Gott, dass wir uns rächen. Your enemy is someone who wants your healed. He wants you dead. He wants you paralyzed. Also dein Feind ist jemand, der das Böse von dir will. Der will, dass du tot bist. Der will, dass es dir also schlecht geht und alles. Amen. Amen. You know, many scriptures will be coming in your eyes. No, suffer not the witch to leave and all these things. Und da schaut man sich den 5. Buch Mose an und sagt, also die Hexe darf nicht leben. Also die muss man, ne? Amen. Amen. Halleluja. Amen. There is a change, people of God. Volk Gottes, es gibt eine Änderung. Love has power. Die Liebe hat Kraft. Christ has power. Christus ist kraftvoll. When you repay evil with good. Wenn du Böses mit Gutes vergibst. You will increase. Dann nimmst du zu. You will shine. Dann leuchtest du auf. But if you repay evil with evil, you enter into the same shoes of evil. You become an evil person. Hallelujah. Doch, you know, there are Christians, if you hear their prayers, if you hear their words from someone who just, you know, who did something bad to them, it is justified what was done to them. It was something bad. But the way they are releasing vengeance, you ask yourself, is it the same God we serve in? Hallelujah.
Und dementsprechend ist es wichtig zu erkennen, dass wenn man Böses mit Bösem vergilt, genauso tritt man in den Schuh, in den Fußstapfen des Bösen, dann wird man zum bösen Menschen. Es ist manchmal erstaunlich, wie man hört, wie Christen beten, besonders wenn ihnen Böses getan wird. Das Böse ist zwar richtig, so es war richtig, also sie haben Böses erlebt und das ist schade, das kann man nicht leugnen. Doch wenn man denn betet, damit Böses jemandem widerfährt, nur weil man Böses erfahren hat, dann hat man nicht die Zusage des Vaters. Das heißt, diese Heilung, diese Deckung, all dem, was man braucht, um aus dem Bösen rauszukommen, die hat man nicht mehr. Man ist nur noch auf Vergeltung und man erlebt auch die Vergeltung. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. Jesus Christ. Jesus Christus. Is our glory. Ist unsere Herrlichkeit. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the one in whom we look unto. Ist derjenige, auf den wir schauen. Amen. Amen. We are animated with a new spirit today. Und zwar heute werden wir bewegt durch einen neuen Geist. Love is powerful than hate. Die Liebe ist kraftvoller als der Hass. Good is powerful than evil. Gutes ist kraftvoller als Böses. It is not weak. Die Liebe und das Gute sind nicht schwach. Amen. Amen. It is protective. Sondern schützend. God, who is good, Gott, der gut ist, is irresistible. Er ist wirklich unwiderstehlich. Amen. Amen. The greatest defense that God has. Also die größte Verteidigung Gottes is his love. Ist seine Liebe. Halleluja. I've tested. Das habe ich geschmeckt. Amen. Amen. When you live in love, wenn du in der Liebe lebst, there is no witch who can locate you. Es gibt keine Hexe, keine Zauberei oder keinen Zauberer, der dich finden kann. Amen. Amen. Not that they won't attack, but they can't see you. Der Punkt ist, sie werden zwar angreifen, aber blind angreifen. Sie werden dich nicht finden. We fight too much. Denn wir sind nur am Kämpfen. We fight every day. Jeden Tag sind wir nur am Kämpfen. But God hasn't called us to fight. Doch Gott hat uns nicht berufen zu kämpfen. I've offended some people in the past with this thing. Also in der Vergangenheit, ich würde sagen sogar in der Gegenwart, sind manche Leute auch noch immer noch beleidigt. Amen. Amen. We are not called to fight. Wir sind nicht berufen zu kämpfen. We are called to rest. Wir sind berufen zu ruhen. He said, the battle is mine. Er hat gesagt, der Kampf ist mein. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when we rest in his love. Also wenn wir uns ruhen in seiner Liebe. Many people don't even understand what agape means. Agape is a Greek word that is made up of two words, agapao, which means aga and pao. Aga means to lead and pao means to rest. So agapao means the God leading you into his rest. So when he talks about unconditional love of God, is a love that God has taken you in your place of hostility and brings you into the place of his fulfillment, satisfaction, and rest. So when you are under the love of God, you are protected. Amen. When you are under the love of God, you are powerful. Amen. When you are under the love of God, you will do the unsurmountable because Amen. You have become exactly like God. Amen. Love is powerful, people Amen. Of God. It Amen. Is. Amen. And in the natural, it seems to be weak, but Amen. It is powerful. Amen. Von hinten angefangen, das mag ja so erscheinen, dass die Liebe schwach ist, doch die Liebe ist kraftvoll vor Gottes. Das Wort, das Verb, was für Liebe verwendet oder zu lieben verwendet wird, agapao, besteht aus zwei Komponenten. Aga bedeutet zu führen, pao bedeutet zur Ruhe. Das bedeutet, Gott nimmt dich aus der Feindschaft, aus dem Feindeslager und führt sich zu seiner Ruhe. Welchen Schutz brauchst du denn noch? Wenn derjenige, der Schutz ist, derjenige, der Liebe ist und diese Person leitet dich, nimmt dich aus der Feindschaft, führt dich durch, egal was du durchmachst. Wenn du in der Liebe bleibst, dann bist du immun, dann bist du geschützt und zwar von Anfang an. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass die Liebe kraftvoll ist. Die Liebe ist nicht schwach, Gutes ist nicht schwach, sondern kraftvoll. Glory be to God. Ehre sei Thank Gott. You, Father. Danke, Vater. Let's just be on our